was geht, Leute. Geht weiter heute mit Callisto-Protokoll. Wir werden das jetzt versuchen, in den nächsten paar Stunden zu Ende zu bringen, damit wir endlich Dead Space installieren können. Also, wir waren letztens stehen geblieben bei, genau bei der Stadt unter dem Gefängnis und versuchen uns einen Weg nach oben zu erarbeiten und zu der unsympathischen blöden Kuh zurückzubringen, die uns am Anfang gesnitcht hat, aber jetzt leider unsere neue Verbündete ist. Den nehmen wir uns mal gleich eben vor. Moment. Moment. Oh, diese Scheißviecher. Das ist, glaube ich, auch runter, ne? Nee, eigentlich. General Store, da müssen wir nicht hin. Wir müssen zur Security. Geizt jedes Mal so mit Kohle. Hier war doch letztens irgendwas. Genau das. Naja, letztens, wo wir ausgemacht haben, sind wir schon mal hier lang gelatscht. Aber dann letzter Speicherpunkt hier immer ein paar Sekunden zurückliegt. Müssen wir den ganzen Crap hier auch nochmal machen. Security. Da, wo es drin schon am Flackern ist. Geiles Büro, Alter. Oh, Moment. Zack. Was haben wir? Scheiße. 37 Callisto Credits. Dafür hätte ich nicht mal zur scheiß Akku von dem. Ah, hier. Hier sind wir letztens aufgegangen. Da haben wir dann noch rausgemacht, weil hier natürlich, wie zu erwarten war, einer aus diesem scheiß Klo gestürmt kommt. Natürlich scharf auf den Mist hier ist, warte mal, und natürlich wieder keinen Platz mehr hat, dann sollten wir jetzt eben, warte, Akku. Okay, wieder ein Plätzchen frei. Oh mein Gott. Hauptsache nicht mutieren. Nicht mutieren. Nein, nein, nicht mutieren. Nicht mutieren. Er mutiert trotzdem. Wir möbeln die ganze Zeit auf ihn ein. Alter, das Klo haben wir jetzt auch eingesaut. Digga, das Klo ist eingesaut. Auf jeden Fall. So, warte mal. Muni? Wieso ist die leer? Wieso ist die komplett leer, verdammt? Die Muni für die... Für die und okay. Gar nicht hinterfragen, ist in Ordnung. Okay, hier reingucken können wir wohl nicht, ne? Nö. Gut, dann ab zur Security, würde ich sagen. Geil, Alter. Klaustrophobisch eng, Flackerlicht. Was kann man mehr verlangen? Was gibt's hier noch so? Gar nichts? Alter, ich dachte, da liegt einer. Ist das Gestänge von dem Bett? Fuck, ich dachte, das wäre so ein dürrer, ausgemergelter Arm. Scheiße, Alter. Schon in den Hosen gekackt wieder. Ach, komm schon. Für welche? Automatik. Ah, okay, Pistole haben wir natürlich voll. Da könnte man im Übrigen auch mal die billige Standardknarre nehmen.
Das ist alles schon so aufgebrezelt. Welche wäre denn die billige Standardknarre? Die hier, die hast du auch aufgebrezelt. Stimmt, deswegen, nee, das ist der Revolver. Alter, fällt mir eine Knarre oder was? Nee, das hier ist er doch jetzt. Genau. Okay. Alter, was spuckt der auf einmal so viel Muni aus? Das ist kein gutes Zeichen. Der trägt doch so. Ja, okay. Luftschleuse im Boden. Da ist was am Glänzen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel, den wir von unten brauchen. Der genau neben ihm hier in seinem komischen Spinnennetz da hängt. Also hier wird jetzt einer aus dem Boden schießen. Oder nee, jetzt noch nicht. Erst wenn ich bei dem anderen da hinten stehe. Dann wird er natürlich aus dem Boden schießen. Ach, und hier ist auch schon ein Gastank, den man hochjagen kann. Kein gutes Zeichen, verdammt wie immer. Der wird erst aus dem Boden schießen, wenn ich mir das Ding da geschnappt habe. Und der andere wird sich aus der Wand lösen. Oh, fuck, Alter, fuck. Fuck. Will ich den Scheißschlüssel? Nein, eigentlich nicht, aber... Oh mein Gott. Haben Sie? Ich sollte zurück zum Aufzug. Nein, das war viel zu einfach, Alter. Was? Was denn? Was? Hat sie gesagt, komm einfach raus, du musst es sehen? Oh, Scheiße, Alter. Nimm schon mal die Schrotknarre. Es wird ja einen aus dem Boden geschossen kommen, denk dran. Oder es kommen mehrere, dann sollte ich vielleicht doch lieber... Warte. Doch lieber die Knarre, weil... Wir versuchen es mit dem Gaskanister. Hier kommt jetzt einer raus, verlass dich drauf. Alter, dieses Geflackere macht einen verrückt. Wen haben wir denn da? Okay, so einer, scheißegal. Alter, die sind chillig, die mag ich. Sau doof, blind. Also, noch einen dankbareren Gegner könnte man nicht verlangen. Ja, genau. So sieht's aus, Junge. Messer in der Fress. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, Alter. Irgendwie ist das so einfach jetzt im Moment. Irgendwas quietscht hier. Aber da war ich doch gerade drin, habe ich doch alles genommen. Was ist denn das jetzt wieder? Wäre aber billig, wenn da jetzt der nächste aus dem Klo geschossen kommt. Oh, fuck. Das hört sich ziemlich nah an. Was ist denn das? Sturmgewehrbauplan? Fuck, Alter. Wie konnte ich sowas übersehen? Toll. Jo. Jetzt müssten wir was wegschmeißen. Dann schmeißen wir Munition für die Automatikpistole weg. Jo. Interessiert einen Scheiß. Revolver lassen wir also. Die normale Muni erstmal weg. Sturz. Geile Übersetzung. Also den Bauplan müssen wir mitnehmen. Könnten wir eigentlich auch mal leer ballern. Nee. Bei den Blindfischen ballern wir gar nichts. Das lockt seine Compadres an. Das wollen wir eigentlich. Wo ist er denn, der, den ich höre? Oder sind die jetzt unten alle? Ja, die werden unten sein. Ruhig. Wir wollen keinen Stress. Komm, dreh dich um, dass ich dir schön das Messer nach unten jagen kann. Oh, nein, latsch doch nicht auf mich zu! Sackgesicht. Und der nächste. Ernsthaft?
Lies. Oh! Das scheiß Geräusch hat's angelockt. Und der zweite war aber schnell oben. Wo kam der denn her? Ist der aus der Stufe gespawnt oder was? Ja, komm, dreh dich um, du Sack. Dreh dich um, ist schön. Hat nichts gehört. Was ist denn da hinten auf einmal grün? Alter, war die Tür schon immer grün da hinten? Scheiße drin. Nein, Alter, matsch doch nicht auf ihm rum. Das hier war gemeint. Alles voll, super. Hier meine ich, war die vorher auch schon grün? Aufgeschlossen oder haben wir die jetzt erst aufgeschlossen? Ne, hier war es glaube ich schon mal drin. Ja, ja, die war vorher schon auf. Da ist nichts, wir müssen runter. Wieder in die Hocke geht. Also die Hosenscheißerstellung von mir nimmt er automatisch immer wieder an. So, also die Scheißkarte müssten wir jetzt haben, aber ich wette, es wird so fucking laut. Ja. Okay, Alter, dann vielleicht doch lieber Knarre ablegen. Man weiß doch, was jetzt kommen wird. Das Scheißding löst irgendeinen Alarm aus. Ach komm, lass mal die Knarre. Scheiß drauf. So, komm. Okay, alles klar. Blutdruck ist wieder da, den wir brauchen. Oh, ich bin aufgewacht. Fuck! Verdammter Scheiß, Alter. Und es erwischt einen immer wieder. Wo hat man diesen Klumpen Matsch gesehen vorher? Wo ist der rausgekommen? Aus der Stahlbodenfliese oder was? Okay, jetzt wird es noch schlimmer werden, weil jetzt wird es laut. Ich fahre im Aufzug zur Hightown. Oh, ui, Alter, er ist aber agil. Komisch, gehen tun sie wie Idioten, aber kommen von oben runtergesprungen wie so Katzen. Okay, okay. Gott sei Dank sind die blind. Also, wie viel haben wir wieder? 3? Und wo zur Hölle ist der Aufzug? Drei? Okay, wirklich 3. Gut, sobald der sich... Ja, deinen Kumpel habe ich gerade alle gemacht. So sieht's aus, du Arsch. Weißt du was? Wir haben hier doch eine Menge Garderobenständer. Hier, hängen wir doch einen von denen da dran. Ne? Stimmt, das können wir auch hier machen. Eigentlich könnten wir sogar... Ist der Aufzug nicht... wo war der Aufzug? Oben oder müssen wir da hinten hin zurück? Keine Ahnung mehr, Alter. Muss jetzt eh mal rumlaufen. Also was soll's. Den holen wir uns eben. Zack. Garderobenständer. Den schlitzen wir von hinten auf. Ja, da wird mal ein paar Credits raus.
Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Fahrstuhl war. Alter. War der oben oder war der hier unten auf der Etage? Deinen Plan sehen wir jetzt. Oder ist das hier der Aufzug? Echt? Jo, ach geil. Okay. Wenigstens da jetzt nicht nochmal so ein ellenlanger Weg für nix. Dani, ich komm zum Turm rauf. Ja, aber das ist, Hallo? Dani? Wo ist sie hin? Und warum hält der Fahrstuhl? Binde Dani auf den Dächern. Oh, fuck, Alter. Hier werden keine Blinden mehr rumlaufen. Speicherpunkt. Speicherpunkt und ein langes, langes Ächzen. Nicht gut. Du rückst erstmal whatever raus. Audio-Log wohl, ne? Yannick Sage. Hören wir uns das mal an, was Yannick zu sagen hat. Bitte. Helft uns. Oh. Wo ist Yannick? Ja, Yannick Sage. Ansehen. Audioprotokoll 2. Ja. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzbar. Aber was wir gefunden haben, was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Welchen Kreis? Wollen Sie jetzt noch so eine mysteriöse Geschichte hier mit einbauen? Wir wissen doch, dass es der Direktor von einer Station ist, der dahinter steckt, oder doch nicht? Okay, wie gesagt, das lange, lange Schnaufen. Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dead Space es geschafft hat, die Geräuschkulisse noch abgefuckter hinzukriegen als die hier. Meine Dead Space, der Urteil von damals war auch schon schlimm. Der erste. Das Remake werden wir uns Gott sei Dank bald reinziehen. Es wird installiert, sobald ich das hier durch habe. Solange bleibt es auf der Platte. Sorry Leute, aber wenn man hier was angefangen hat, sollte man es auch zu Ende bringen. Ich werde also erst Callisto-Protokoll zu Ende zocken, selbst wenn es noch einen Monat dauert. Dann ist Dead Space bis dahin eben schon ein bisschen älter. Aber ich kann mir echt kaum vorstellen, dass... Ja, doch, doch, Alter. Doch, doch. Digga, die Atmosphäre bei Dead Space ist noch... Oh, Dicky! Dicky! Nicht Dicky, bitte! Alter, der Big Mac Lover ist der schlimmste von allen. Wenn der mutiert, brauchst du so 3 Magazine, um den alle zu machen. Alter, diesmal ging er mal ziemlich schnell, Alter. Was sehr seltsam ist. Hä? Der lag ja schon nach dem ersten Kopfschuss. Und das ist die normale Knarre, die wir gerade haben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Natürlich kommt er zu dir. Was denkst du denn, wo der hinkommt? Und der nächste hat dich gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War da jetzt noch einer, oder? Ja. Du wartest, bis ich mich umdrehe, stimmt's? Die Arschkrampe. Er wartet, bis ich mich umdrehe, um dann angerannt zu kommen. Komm schon, Alter. Komm schon, dass ich dir die Birne wegballern kann. Mach's nicht so spannend. Wo bist du? Wo bist du? Alter, wo ist der? Ich hab dich noch gerade gehört. Hallo? Okay. What? Das war ein Fehler. Der macht's aber... Oh, hier geht's auch nochmal um die Ecke. Der macht's aber echt spannend, muss ich sagen. Oder ist das ein Blinder? Das könnte auch sein. So, weißt du was? Oh, das ist die Bude von Dicky. Ich will die nicht sehen, die Bude von ihm.
hast nicht aufgeräumt, Mann. Du hast nicht aufgeräumt. Oh nein, sag nicht, seine Alte liegt da noch. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht seine... Oh, Gott sei Dank, er war Single. Scheißdreck, Alter. Wie Inventar voll, Alter. Ich hab doch gerade ein halbes Magazin verballert. Das kann doch nicht sein. Meine Fresse, Alter. So langsam könnte man aber auch mal wieder so eine Station hier irgendwo bringen, dass ich den ganzen Crap mal verkaufen kann. Tatsache. Okay, okay. War Callisto verletzt. So, deine Birne zermatschen wir auch noch, weil du im Sackgesicht warst. Und mich erschreckt das. Wenn dein Sohnemann oder sowas jetzt doch noch hier ist, ne? Und mir auf einmal in den Nacken springt. Alter. Auf einmal Munitionsüberflow. Wirklich, auf einmal hast du Overflow mit Munition. Vorher hast du kaum 3 Schuss gekriegt. Okay, die werden wir aber auch brauchen. Arschgesicht, mach nicht nur Geräusche, zeig dich. Kann man hier um die Ecke gehen? Ich weiß, nee, von da bist du ja hochgekommen. Der Arsch muss da irgendwo warten. Mann, ich hätte gedacht, so ein Snitch-Move, dass man irgendwo durch eine Lücke ballern kann. Okay, Junge. Du musst mit einem Schockmoment kommen, stimmt's? Da ist er. Da ist er. Warte, ich schieße ihm in den Fuß. Wieso ein Fuß? Wieso nicht, weil das das Einzige war, was ich gerade gesehen habe. Seine scheiß Mauke. Komm schon. Alter. Oh mein Gott, wie kann man das daneben ballern? Wow. Okay, dann gibt's aufs Maul auch gut. Du wirst nicht mutieren. Ist nicht wahr, was? Ach, Scheiße! Oh mein Gott! Die Lebensleiste war schon rot. So, komm jetzt. Alles klar. Jetzt machen wir den Scheiß auch mal ein bisschen schneller. Warte mal. Yannick Sage haben wir uns gerade angehört. So, jetzt auch mal hier. Warte. Vernünftige Bewaffnung. Wieso? Wäre doch gegangen, wenn du dich nicht wie ein Honk verhalten hättest. So, wirklich, was soll der Scheiß jetzt? So, er ist Specki. Jo. Okay. Das ist gewollt so. Er geht wirklich mit einem Schuss drauf. Alter, du siehst nicht gut aus. Besser. Aber blöder Gag. So. Ja, genau. Muni voll. Also bei den anderen beiden kommst du mit der Knarre aber nicht so weit, ehrlich gesagt. Da sollte man vielleicht doch lieber die Shotgun rauspacken. Nee, der eine, der durchs Fenster kommt, der ging auch. Der ging auch. Der durchs Fenster gekrochen kam. Warte. Ja, komm. Ist okay, Philipp, das sind eigentlich Standardfallen, ne? Hättest ja den zweiten auch mit Ausweichen machen können. In die Nüsse, Alter. Das war ein guter Schuss. Direkt in die Nüsse. Guten Tag. Da ist sie ja. So, in den Rücken. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das so ein... Alter Schwede, ey. Er ist wirklich so ein ganz mieses Stück gewesen. Auch mal 3 neue Moves drauf gehabt. Nicht immer dieselbe Kombination von Moves. So, dafür gibt's einen fetten Arsch nochmal. Sack.
Okay. Weißt du was? Verbrauch ruhig die ganzen scheiß Medkits, weil dann hast du auch mal ein bisschen Platz in der Tasche. Dann könntest du theoretisch nämlich da hinten die Muni nochmal holen. Wieder nur ein Platz? Alter. Okay. Dann lass es. Also da müssen wir wohl gleich hoch, aber da wir ihn jetzt auch aus dem Weg haben, gucken wir uns seine Bude eben auch noch an. Was sich als Fehler herausstellen könnte. Oh, was hat er denn hier? Ein Hacker oder was? Ich wusste, es war ein Fehler. So, diesmal nehmen wir die Shotgun. Ich hab doch gerade einen gehört, Alter. Ich hab immer nur Schiss, dass die auf einmal einen so einen Rücken fallen. Ich hab Schiss vor diesen... Auf einmal hängt die einen am Nacken-Effekte. Von vorne können sie gerne alle kommen. Nur wenn du auf einmal einen im Nacken hast, da habe ich irgendwie Probleme mit. Und nichts drinne, verdammte Kacke. Nichts. So, das Einzige, wofür wir gesorgt haben, ist, dass jetzt irgendwie noch einer so gespawnt ist, irgendwo auf der Treppe oder sowas. Da haben wir den einen, den haben wir eh schon alle gemacht. Okay, also wir müssen hoch. Was klar war, da geht's nach Hightown. Mann, die haben doch auch einfach... Bist du da? Halt doch die Fresse. Antwortet sie nicht. Weil sie eine blöde Kuh ist. Die hat dich doch schon am Anfang hängen lassen. Oh, da oben ist das Dach. Warte, warte, warte. Wo kommt der her? What the fuck, Alter? Okay, warte. Da hinten. Wer immer das ist, der hört sich nicht genug gesund an. Okay, er speichert auch noch. Oh, das wird so ein Zwischending. Wird das ein etwas fetterer? Kann gut sein. Alter, sein Grunzen hört sich auf jeden Fall schon mal nicht gesund an. Was ist denn da hinten noch alles? Alter. What? What? So, wir nehmen doch wieder die Shotgun. Und war das da hinten so alte 40er-Jahre-Musik? Alter, der auf dem Boden sieht auch anders aus, als würde er sich im letzten Moment bewegen, sobald man an dem vorbei will. Alter, ich muss da rein. Ich muss den vorher alle machen. Der darf mir nicht in den Rücken fallen. Zeig dich, du Mistvieh. What? 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 Gleich reinladen. Aufstandsflinten-Munition. Dreck, dann nimm die doch auch. So, wisst ihr was? Das hier ist doch ein Aufstand. Alter, der eine mit einem Schuss weg. Ey, verkraftet. Viermal Shotgun? Jetzt ist selbst das letzte Sicherheitsgefühl weg, Alter. Shotgun, vier Schuss. Für einen so ein Sackgesicht? Okay, da hätten wir eh reingemusst, aber hier ist nur ein Audiolog. Keine Sicherheitskarte oder sowas. Okay, wir machen uns das auch eben dann. Buide Redwork. Buide? Was ist denn das für ein Name? Buide Redwork. Okay. Datenlog, wo ist er? Hier, Duncan Cole ist der Bösewicht, der Direktor oder nicht? Wo ist Buiden? Wo ist Redwork? The fuck, Alter. Gehört der überhaupt hier zum Team, Alter? Wo ist deine Scheiße? Das ist doch wohl ein Witz. Das haben sie auch wirklich geil gemacht mit diesen, dass du nicht mal siehst, so hier hast du jetzt was zugekriegt oder sowas. Was Neues.
Elias Porter? Wie hieß der Typ, Alter? Irgendwas mit Redberg. Oder haben wir jetzt nur eine Dings gekriegt? Ja, hier ist Max. Ah, kennen wir. Hallo, nie, das muss einer von denen hier sein. Unbekannt, vielleicht erst. Nein, nein. Da, meine Fresse, ey. Impfen wollen sie euch, ja? Ich glaube, ja, die haben euch aus anderen Gründen da hochgerufen. Oh Mann, ey, hört doch mal auf mit dieser adrenalintreibenden Musik und diesen Sound. Bathroom. Und Alter. Und dann noch diese abgefuckte 40er-Jahre-Leier-Musik von denen. Ich gehe nicht zum Bathroom. Auf keinen. Alter, wenn ihr nochmal was hinter mir quietscht oder knirscht, baller ich die ganze Scheißkonstruktion zuhauf. Nicht zum Bathroom gehen. Verdammt, Alter. Was sie, Schiss oder Lootgeilheit. Alter, dieses... Warum wird das auf so eine... Mir wird unbehaglich. Okay. Ich wusste es, Alter. Lootgeilheit gewinnt. Ich gehe zum Bathroom. Warum, Alter? Warum gehst du zum Bad? Die haben doch bestimmt gebadet, bevor sie mutiert sind. Diese abgefuckte Musik. Diese 40er-Jahre-Musik, die im Hintergrund läuft. Das ist schlimm. Das ist... Das, Alter, sowas ist... So, was ist mit das Schlimmste? Was ist das hier? So eine Star Cabin? War sie so der Chanson-Star der Station? Ich will da nicht hin, Alter. Ich will da nicht hin. Die ist bestimmt noch da. Der Musical-Star ist bestimmt noch hier. Mach diese Scheiße aus, Alter. Mach bloß diese Scheiße aus. Verflucht! Du weißt, dass hier was passieren wird, stimmt's? Kann man den Crap ausmachen? Ich wusste es. Guten Tag! Guten Tag! Sie ist zurück! Die Bewohnerin ist wieder da. So, Beinchen wegschießen! Oh mein Gott, ey! Sorry, ist das deine Bude? Oh, du bist aber auch besonders hässlich. So. Alter, die Aufstandsschrotflinte. Mach mal diesen Crap. Geht nicht aus. Man muss sich also die Drecksmelodie weiter reinziehen, während man hier rumläuft. So, also, wir sind mittlerweile so weit, dass jeder von den normalen Minions 4 Schuss Schrot frisst. Jetzt weißt du auch, warum du so viel Muni gekriegt hast vorher. Lass mal die Aufstandsschrotflinte. Wenn sie von der nämlich 4 frisst, frisst sie von einer billigen Standardknarre locker 20 Schuss. Mein fucking... Alter, diese ganze Situation. Dieses Badezimmer. Da oben müssen wir noch hin. Warum mussten die diese Musik machen? Warum? Das ist schlimm. Mi! Ja, Lootgeilheit. Ja, ja, schön. Lootgeilheit befriedigt. Wofür? Haben wir alles? Nein. Gesundheitsinjektor haben wir noch einen, warte. Gut, war zwar schon voll, aber dann können wir eh noch einen kriegen. Hier wird jetzt, pass auf, du hast gerade eine Kiste gekriegt, dafür musst du hier einen in die Fresse kriegen.
Gott, Alter. Jetzt nicht so viel Kaffee gesoffen. Oh, da oben ist eine Station. Endlich mal. Eine Upgrade-Station, aber wie soll man da hinkommen, verfluchte Scheiße? Ja, du gehst jetzt den normalen Weg, den die jetzt gehen sollen, zum Rooftop. Ich habe nur Schiss, dass ihre Schwester oder ihre Chanson-Kollegin auf einmal hier auftaucht. Alter, in dem Tempo, ne? Dauert es noch bis irgendwie März 2024, bis du das hier durch hast und Dead Space Song. Dead Space Song. What the fuck? Ich wusste es! Ich wusste es von hinten! Ich wusste es zur Hölle! Lad die Scheißknarre nach! Guten Tag! So, Schnauze voll jetzt aber auch! Ui! Ui! Aufstandsflinte! Aufstand beendet! Verfluchte Hacke! Ey. Wo ist das Miststück? Meine Fresse, ey. Hier. Und das rückt sie raus. Ein bisschen Gesundheit. Toll. 35 Leben. Ich habe ja nur 55 verloren. So. Die ist echt scheiße irgendwie, die Aufstandsflinten. Die Aufstandsflinte. Vielleicht. Mir kommt sofort, als wäre die normale Pumpgun besser. Normale Shotgun. Ja, so oder so. Moment, welche haben wir jetzt? Immer noch die, okay. Alter, du weißt doch, hier oben ändert es einen Scheiß, ob du schleichst oder nicht. Das sind nicht mehr die Blinden von unten. Die sehen dich eh und kommen auf dich zugerannt. Da hinten hoch, ja. Ich wusste, dass die eine hinter mir auftaucht, Alter. Genau das meine ich immer. Das hasse ich. Oh mein Gott, ey. Selbst das Stahlgerüst muss sich schlimm anhören. Reach. Wenn nicht irgendeiner am Schnaufen oder am Grunzen ist, muss das Geländer miese Geräusche von sich geben. Alter, wo bleibt die blöde Kuh langsam, dass man sich mal wieder sicher fühlen kann? Oh mein Gott. Oh ja! Ist hinter mir auch einer? Oh ja, da ist natürlich einer. Oh, Schamai! Ein Rotzer und der gleichzeitig. Es ist nicht wahr. Du hast keinen Schuss mehr, du Idiot. Und wir haben auch kein was? Kein Bettkit mehr? Wenn du eine Rotz abkriegst, bist du im Arsch. Alter, was? Hätte ich sie nicht verbraucht wie so ein Vollidiot? Warte, warte, warte. Die andere hat eine bessere Reichweite. Wo ist, wo, er hier? Wer grunzt denn da noch rum, verdammte Scheiße? Alter, hätte ich jetzt noch ein bisschen Dings? Okay. Aber ich habe ja wirklich nichts mehr. Dreck, Alter, nicht jetzt verrecken. Dann der ganze Scheiß von vorne. Warte, mal sehen, ob wir rein können. Komm schon. Gespeichert. Jetzt kannst du mich am Arsch lecken, Junge. Finde Danny. Oh mein Gott, ey. Inventar. Sorry. Die UJC steht dir zur Seite. Ja, yeah, und wie? Sturmgewehrbauplan. Ja. Verkaufen. Den ganzen Scheiß hier. Wenigstens ein paar wertvolle Sachen bei. Drei, sechs.
Sehr schön. Aber nee, stimmt, wir müssen ja allein schon wieder die neue Knarre müssen wir auch erstmal kaufen, stimmt. Den Bauplan hast du reingeladen, jetzt müsstest du sie kaufen. Boah, Alter, Sturmgewehr. UGC, Sondereinheit. UJC. Ein 3-Schuss-Schnellfeuer-Sturmgewehr, das nur in das besondere Black Iron Squad 9 vergeben wird, basiert auf der UJC-Modular-Waffenplattform. Alter, und ob wir die kaufen? Ich hoffe, die ist wohl Schaden, ne? Aber egal. Zeig ich mal her, das Teil. UJC haftet anscheinend für viele Dinge nicht. So, die brezeln wir auch gleich auf. Warte. Und zwar Magazingröße. Ja, der Schaden ist echt nicht gerade besonders. Fast so wie die normale Knarre. 2 Mille müsstest du verballern, wenn du da auch ein bisschen mehr Schaden reinnehmen willst. Wäre es dann nicht schlauer, die hier zum Beispiel? Stabilität? Nein. Was haben wir hier noch? Salvenmodus? Nein. Shotgun? Zum Beispiel die Magazingröße erhöhen für die Aufstandsflinte. Oder aber für die normale Shotgun. Schaden macht eh schon genug. Stabilität. Aber ihr kommt gar nicht mehr Magazingröße. Boah, die wird immer nur 4 Schuss haben? Dreck. Besser einen Handschuh ein bisschen aufbrezeln. 900. Normale Knarre wäre das nächste. Schaden. Gar nicht mal so schlecht. Guck dir das mal an. Die wird dann schon gut Schaden machen. Oder, Alter, das Beste von allen. Ja, aber jetzt nicht mehr so. Jetzt, wo ich gesehen habe, was für Viecher kommen, ist diese Nahkampf-Scheiße vielleicht doch nicht mehr so dolle. Oh, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines gezielten Genickbruchs nach einem Combo. Schluss. Alter, okay. Der Prügel ist natürlich auch cool. Boah, Schadensupgrade. Komplett dann. Maximiert den Schaden durch das Entfernen von Spannungsgrenzen, die für nicht-militärische Märkte vorgeschrieben sind. Ja, okay, wir könnten natürlich auch. Gut, ein Upgrade für die hier können wir eben machen. Und den Rest lassen wir. Ja. Qualitätsprüfung bestätigt. Okay, wollen wir gleich mal ausprobieren. Den Rest lassen wir. Ich grade nachher lieber die Dings ab. Normale Knarre. So, uns eben das Medkit. Vielleicht sollten wir nochmal zurücklatschen und das andere Medkit holen. Wir haben hinten auch noch eins liegen lassen. Alter, das ist alles? Das ist echt alles? Mann, die hätte man die Medkit-Kapazität erhöhen sollen. Okay. 20 Schuss. Noch ein Audiolog. G. Quan Park. Mann, was er zu sagen hat. Da. Der haben wir schnell gefunden. Bitte, Sie müssen mir helfen. Sir, bitte, beruhigen Sie sich. Das ist nur eine Impfung. Schlitz! Beruhigen Sie sich bitte und beantworten Sie meine Frage. Wann war der erste Kontakt? Bitte, was tut mir weh? Okay, Skunkflintmunition. Ach, wir müssen hier eh wieder raus. Okay, wir müssen eh da hinten lang weiter. War jetzt nur quasi okay. Für die Station, ja denn? Was war denn das für ein Geräusch, Alter? Fup, 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 fup. Alles aufgeladen. Jo. Also, die schießt immer 3er-Salben, dann sind 20 Schuss schnell weg. Vielleicht sollten wir noch ein Medkit kaufen und uns das reinjagen. Alter, dann kaufst du ein Medkit. Was soll noch ein Huni? Na, 500, Alter, schiebt euch wohin? 500, die haben wohl einen an der Waffe. Für ein Medkit, verdammt?
Abwechslung bei der. Hier, das wäre vielleicht gut. Das könnte man eigentlich auch noch nehmen, doch. Ja, dass die nicht nur 4 Schuss hat, komm, das nehmen wir auch noch eben. Ja, stand sich endlich. Letzte Verwendung überprüfen. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Okidoki. Bin ich mal gespannt, wie viel Schuss hat sie jetzt? 8. Okay. Erstmal die. Ich will auch mal sehen, wie viel Schaden die macht, wenn es überhaupt dazu kommt. So, Menium. Da oben steht das Sackgesicht. Was ein Scheiß. Seine Rotze kommt besser bei mir an als sie. So, weißt du was? Wo ist da der Revolver? Oh oh, jetzt war er sauer, glaube ich. Na toll. Okay. Irgendwie wirken die alle nicht mehr richtig. Vielleicht hättest du doch den Schaden von allen aufbrezeln sollen, statt die scheiß neue Knarre zu kaufen. Wie ein Crap ist, wie ich gerade gemerkt habe. Müssen wir denn da oben lang, wo er jetzt war? Wahrscheinlich. Gut, wäre nicht das Schlechteste, weil, wie gesagt, da oben müsste eigentlich irgendwo noch ein Medkit rumliegen. Gut, aber wenn da noch ein paar von diesen Superstar-Zombies hier sind, die wirklich 100 Schläge in die Fresse vertragen, Moment, das war der richtige Weg. Es kann nur hier lang gehen. Ja, ohne Scheiß mal. Warte mal. Müssen wir vielleicht hier durch? Nö. Okay. Warte. Oder müssen wir hier runter? Länger, ne? Das, nee. Was? Kann man hier rüber? Nein. Dann ist aber, Moment. Müssen wir vielleicht doch hinten mal. Vollidiot. Zur verfickten Hölle. Sind das diese Kinder? Ja, ich merk's gerade. Du kommst näher an diese verfickten Spinnenviecher. Das sind doch die, die so auf den Rücken kriechen, ne? Das muss jetzt auch noch sein. Die sind ziemlich agil und schnell. Scheiße. Nimm die Ausstand, Schrotflinte immer noch am besten. Ja. Also Leute, bis zum nächsten Speicherpunkt, dann ist finito wieder für heute. Dass es mir zu Nerven aufreibt. Alter. Ach ja, den Handschuh, den vergesse ich immer wieder, Alter. Den soll ich mal öfter einsetzen. Nicht, spring doch nicht einfach runter, Alter. Sie? Was macht die da zur Hölle? Dani. What the fuck, Alter? Was machst du da? Nicht umdrehen. Ich geh nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Ich wusste, die ist irre. Super gemacht, Dani. Nochmal 2 Etagen tiefer.
Holy crap, Alter. Wer sind die? Deine Brüder oder was? Danny. Hey, Danny. Was ist mit dir an? Ah, ein bisschen aggressiv oder was? Was willst du mal von ihm? Okay. Wo bin ich? Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Auf jeden Fall. Du siehst nicht gut aus. Würde ich auch sagen. Wie immer ein Zombie-Film. Alle werden getötet, um was einzudämmen. Und nie bringt's was. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arkans, Black Iron, Europa. Was ist das für ein Geräusch? Achtung! What the fuck? Er schon wieder? Nicht er schon wieder. Er schon wieder? Ernsthaft? Ernsthaft? Mich schlagen! Alter, komm ich auf die Idee, mit dem Knüppel zu bearbeiten, aua! Das ist aber auch mal ein geiler Übergang, Alter. Keine Chance nach dem Video erstmal irgendwie... Crap! 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 Crappy Crap! Oh mein Gott, versuch doch nicht, den zu hauen! Das kommt dabei raus. Alter, ich muss irgendwie, weiß nicht, andere Knarre? Zum Beispiel welche? Knarren. Ich kann den nicht mit Knüppel besiegen, Leute.
ist nicht euer Ernst, verdammte Scheiße! Nein! Nein, Alter! Ernsthaft? Mal ohne Scheiß, ernsthaft? Soll das euer Ernst sein? Ihr habt denselben scheiß Gegner genommen, den wir schon mal alle gemacht haben, habt ihn einfach sechs Stufen hochgegradet und das war's? Alter, ich verballer 37 Schuss jeglicher Knarre in den und der Typ verreckt immer noch nicht. Alter, auch diese, bis du es wieder austangiert hast, was soll der Crap? Man kann ein Spiel auch künstlich erschweren, ehrlich. So, du Stück Scheiße, weißt du was? Was? Ach, er ist auch schon wieder da. Okay, verstehe. Lauf, 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 lauf! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm, du Stück Scheiße! Nimm das! Nimm das! Oh mein Gott! Man muss auch... Ach, komm! Jetzt geht's einem schon wieder auf den Sack. Alter, die schmeißen einen in diese Scheiße hier rein. Nach einer beschissenen Videosequenz. Das bescheuerte Wackelbild noch, damit es bloß noch schwerer ist. So. What the fuck, Alter? Bom, 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 bom. Oh mein Gott, dann muss er hier von hinten kommen gleichzeitig. Das ist doch ein Witz. Wow, 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 wow. Komm schon. Oh Mann. Ja, einen Kopf, einen ins Köpfchen. Noch ein, noch ein, noch ein. Verdammte Scheiße, Alter. Verdammte Dreckskacke. Oh mein Gott! Weich doch aus, du Idiot! Wieso fängst du an zu prügeln? Nein! Ausweichen! Ausweichen, du Vollidiot! Renn doch weg, du Spinner! Alter! Du weißt, dass du den Spinner steuerst, oder? Ja. Oh mein Gott, ey! Diese wirre Kamera-Action, dieses extra Gerüttele! Dann bleib doch mal einfach cool stehen. So. Einfach immer nur ausweichen. So. Batsch. Bam. Bam. Zack. Ausweichen. Bam. Ausweichen. Bam. Ausweichen. Das war nichts. Bam. Ausweichen. Bam. Und einen in die Fresse. Und noch ein. Ja, Muni alle. Im richtigen Moment. Bam. Ausweichen. Zack. Und... Ausweichen und zack und Fresse, Fresse. Nein, 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 jetzt auch, jetzt auch. Ich wusste es, verdammter Dreck. Alter, jetzt nimm doch mal langsam eine andere Scheißknarre in die Hand. Whoops. Wo ist er, wo ist er, wo ist er?
Schnell, 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 schnell. Vielleicht kriegen wir da. Es ist nicht wahr, Alter. Und was kriegt man zur Hölle, zur verdammten? Na, okay, hier liegen überall Sachen rum. Verstehe. Alter, ich hab doch Ausweichen gedrückt. So, komm, nee, ich hab heute keinen Bock mehr. Ich weiß zwar nicht, wo er wieder startet, aber das war's für heute. Weil jetzt ist man von Schiss zu, es geht mir auf den Sack übergegangen. Wenn es einem auf den Sack geht, geht es einem nur noch auf den Sack. Andererseits ist das genau die Wut, die man braucht. Um das Stück Scheiße endlich alle zu machen. So. Irgendwie blöde machen müssen. Das ist echt nervig, sowas. Schon der nächste. Da schon die nächste Sackratte wieder. Der Typ ist aber auch schnell as hell, verdammte Scheiße. Mit seinen zwei Beinchen, aber der jetzt noch. Ausweichen. Ausweichen. Stück Scheiße. Und der nächste. Wo ist er, 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 zur Hölle, wo ist er da? Oh mein Gott! Immer noch nicht. Alter, der Typ ist immer noch am Leben. Ist das euer Ernst? Verdammte Scheiße! So, komm, nee. Ja, hast du verdient, Jacob. So, mal gucken, wo der letzte Speicherpunkt ist. Ich glaube, vor der Szenerie, wo man dann in den Fahrstuhl mit der blöden Alten steigt, ne? Was ja eigentlich ganz gut wäre. Nee, Checkpoint. Ach, okay, es startet dann direkt bei dem. Ja, super. Dann, Leute, wir sehen uns. Ernsthaft, bis demnächst.